So, das nächste Video. Das ist jetzt das dritte Video von heute. Also schaut euch die ersten zwei Teile an und weiter geht's, ja? So, was ist hier los? Was passiert, wenn, wo ist es? Zum Beispiel die Wohlfühlnotenwahlstimme als neuer Teil der Verfassung eingeführt wird. Also einfach nur, unser Grundgesetz gibt das ja schon her, dass wir Wahlen und Abstimmungen sozusagen, soll der Volkswille quasi gemessen werden in Wahlen. Und wenn wir dann einfach nur, das ist überhaupt total vereinbar mit der Verfassung, dass wir einfach die Wohlfühlnotenwahlstimme zusätzlich einführen. Was passiert jetzt plötzlich? Alle Missstände der Politik, die Dr. Markus Krall beklagt oder meint zu sehen, ja, die würden ja alle von selbst verschwinden. Denn was passiert? Wenn sozusagen hier die Wohlfühlnotenwahlstimme, das würde bedeuten, dass sozusagen hier wäre eine politische Partei, die nicht alles tun würde, um maximalen Nutzen für die Bürger zu erzielen. Was würde passieren? Die Bürger würden sehen, dass also ihre Kommune, also ja, zum Beispiel hier haben wir diese Parteien, also eine Koalition. Eine Koalition aus zwei oder drei Parteien oder eine Einzelpartei reagiert eine Kommune oder ein Bundesland oder die Bundesrepublik Deutschland. Ja? Und dann liefert das Statistische Bundesamt und Wahlamt Wiesbaden ständig die Daten, wie sich die Wohlfühlnoten in dieser Kommune entwickeln, in der man wohnt, in dem Bundesland entwickeln, in dem man wohnt und lebt und in der Bundesrepublik Deutschland entwickeln, in der man lebt und in Europa entwickeln zum Beispiel, in dem man lebt. Ja? Und diese Wohlfühlnoten, dann kommen noch dazu hier, wo ist es? Hier kommen ja dann noch die Gesundheitsdaten dazu und so weiter. Das heißt also, jeder Bürger hätte volle Transparenz über die Leistung seiner Politiker. Ja? Und zwar könnte er jetzt also, wo war's? Er kann dann sehen, aha, zum Beispiel jetzt als Beispiel. Ich würde jetzt gerade regiert werden, zufällig in meiner Kommune würde die CDU regieren, in meinem Bundesland würde die CDU regieren und in der Bundesrepublik Deutschland würde die CDU regieren. Meine Wohlfühlnote nimmt durch die CDU von Monat zu Monat ab. Ich werde immer häufiger krank, ich werde von den ganzen frei sozial marktwirtschaftlichen kapitalistischen Vergiftungshändlern überall geschädigt und so weiter und meine Wohlfühlnote wird von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr schlechter, immer wieder geht es mir schlecht und so weiter, ja, und meine Wohlfühlnote nimmt ab und die Wohlfühlnote der anderen Bürger in meiner Stadt, in meinem Bundesland, in meiner Bundesrepublik Deutschland nimmt ab und die Gesundheitskostendaten werden immer höher, also ich muss immer öfters operiert werden, die anderen Bürger müssen immer öfter operiert werden. Und diese Zahlen liegen total offen, die kriegen wir ständig von ZDF heute und ARD, Tagesschau ständig präsentiert, so wie heute das neue Politbarometer, ja? Kriegen wir ständig die neuesten Zahlen. Und was werden wir wohl wählen, wir Bürger, die wir gerade von der ich gerade in der Kommune, im Land und im Bund gewählt, lebe und von der CDU regiert werde? Wen werde ich wohl bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr garantiert nicht mehr wählen? Natürlich die CDU, denn meine Wohlfühlnote wird schlechter und meine Gesundheitsdaten werden schlechter.
Und ich sehe, dass auch in der ganzen Kommune die Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten schlechter werden. Also werde ich nie wieder CDU wählen die nächsten Jahre, ja, sozusagen. Und ich werde bei den Landtagswahlen keine CDU wählen, sondern andere Parteien. Und ich werde bei der Bundestagswahl keine CDU wählen. Und was ist damit? Damit sind alle Probleme weg. Ich habe ja schon in den anderen Videos ganz oft erklärt, dass auch der Lobbyismus sofort verschwindet, sofort am nächsten Tag nach der Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme endet der Lobbyismus. Denn was ist Lobbyismus? Mache ich jetzt auch nochmal, ich wiederhole es nochmal, ja, damit ihr nicht die anderen Videos alle von vorne, ihr solltet sowieso alle anderen Videos schauen. Wenn ihr wirklich an Wahrheit interessiert wird, es gibt nur diese Videos und Texte. So, ich erkläre mal kurz, warum der Lobbyismus verschwindet. Hier haben wir nach der Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme kombiniert mit den Gesundheitsdaten, haben wir sozusagen einen Großkonzern, der vorher Lobbyisten gesandt hat in die Politik und dort Gesetze bewirkt hat, die ihm mehr Profit gebracht haben. Und dabei praktisch immer mehr Schaden bei den Menschen gebracht haben. Das ist das Wesen, der Wesenskern des echten Lobbyismus. Echter Lobbyismus schadet den Bürgern und bringt größere Profite für die Konzerne. Denken wir an den Lobbyismus mit dem, wie war das? Mit dem Glyphosat, ja? Da ist die Monsanto und Bayer, hier die Lobbyisten haben die Politik beeinflusst und die haben eine Verlängerung für Monsanto gegeben und jetzt werden wir alle vergiftet mit Glyphosat. Ja, also das heißt, immer ist also Lobbyismus, wenn er richtig gemacht wird, war er bisher immer schädlich für die Bürger, für uns Menschen, auch für die Milliardärskönige, für alle Menschen war er schädlich, aber für einzelne Konzerne profitsteigernd. Ja? Und jetzt haben wir aber die Wohlfühlnotenwahlstimme. Jetzt werden also die Verdienstzuschläge für Monsanto und Bayer drastisch reduziert, wenn meine Wohlfühlnote schlechter wird und die der anderen, die irgendetwas beziehen, was in irgendeiner Beziehung mit Monsanto und Bayer steht und so weiter. Zum Beispiel über den Händler und so weiter. Also werden jedenfalls statistische Beziehungen hergestellt und Monsanto kriegt weniger Verdienst oder gar keine Verdienstzuschläge, während andere Firmen Verdienstzuschläge bekommen. Ja? Dann geht Monsanto pleite. Je mehr es also Lobbyismus betreiben würde, je mehr Schaden an den Wohlfühlnoten der Bürger entstehen würde, desto schneller gingen Bayer und Monsanto pleite, weil die anderen Firmen erfolgreicher wären, die uns nicht vergiften. Denn die uns nicht mehr vergiften, sondern uns gesunde Nahrung ermöglichen und gesunde Landwirtschaft herstellen und so weiter, Bodenentgiftungsmedikamente herstellen und so weiter, diese anderen Pharmafirmen, die würden Bayer und Monsanto zum Kaputtgehen bringen. Ja? Und sozusagen jeder Lobbyismus würde sich nicht mehr rechnen, weil ich immer, als wenn ich Lobbyisten losschicke, die Wohlfühlnoten und die Gesundheitsdaten der Bevölkerung verschlechtern, dann kommt es zu riesigen Verlusten bei den Verdienstzuschlägen und die Firmen gehen pleite. Ja, also in dem Moment hört also Lobbyismus sofort auf. Ja? Und damit ist schon mal ein schädlicher Aspekt in der Politik weg. Der andere schädliche Aspekt, den Dr. Markus Krall erwähnt, nämlich dass eben zum Beispiel ein fähiger Manager, der zum Beispiel, sagen wir mal ruhig, im Monat 100.000 Euro gewohnt ist zu verdienen, in den letzten 4 Jahren durchschnittlich im Monat 100.000 verdient hat, ja? Der würde natürlich freiwillig nie sich der Politik zur Verfügung stellen und ein politisches Amt übernehmen,
warum sollte er das machen, wenn er nur 10.000 Euro kriegt als Gehalt? Würde er nicht machen. Und da ist der einzige sinnvolle Vorschlag von Dr. Markus Krall, dass man dem dann halt 100.000 gibt, wenn er in die Politik geht. Und warum wird die CDU zum Beispiel solche Leute dann händeringend suchen und aufnehmen wollen? Warum wird man in der CDU händeringend nach qualifizierten Leuten aus der gesamten Welt, auch der Wirtschaft, suchen und solche Leute in die Parteien reinbringen und denen dann 100.000 Euro bezahlen oder sie dann teuer bezahlen als Berater, externe Berater bezahlen und so weiter? Warum wird man das machen? Weil man, wenn man schlechte Wohlfühlnoten in der Kommune, im Bund, im Land und im Bund erzeugt hat, nie wieder gewählt wird sonst. Also wird man die fähigsten Leute in die Parteien hinein, so, man wird sogar regelrechte Scouts in der Partei entwickeln und die fähigsten Leute und Reformer und Manager und so weiter in die Partei reinholen, weil man ja sonst nicht mehr gewählt wird. Weil dann andere Parteien gewählt werden. Und es wird also ein Wettbewerb unter den Parteien entstehen und hier nur noch die Parteien werden erfolgreich sein und viele Wähler haben, die eben die besten Manager für sich gewinnen konnten. Ja? Und damit sind alle Demokratieprobleme gelöst. Wir brauchen gar nichts, sondern an unserem Demokratiesystem zu ändern. Wir brauchten nur die eine kleine Ergänzung. Wir bringen die zusätzliche Wohlfühlnoten-Wahlstimme rein, sozusagen der zweiten Scientists for Future 2 rein und schon sind alle Demokratieprobleme von sofort gelöst. Und wenn wir ab und zu bei ganz großen, wichtigen Fragen nochmal einen Volksentscheid mit reinbringen, ab und zu bei ganz wichtigen Fragen, dann haben wir die perfekte Demokratie. Ja? Also wir brauchen eigentlich gar nichts ändern, außer vielleicht ab und zu einen großen Volksentscheid möglich zu machen. Und da die Schwelle dafür ganz niedrig zu machen und diese eine Wohlfühlnotenwahlstimme gekoppelt mit dieser Gesundheitsdatengeschichte und schon haben wir die perfekte Demokratie ohne den ganzen Blödsinn, den Dr. Markus Krall vorschlägt. Ne? So, dann schauen wir mal weiter. Was steht hier noch? Ja, der Dr. Markus Krall will uns die Vertragsfreiheit auf den Hals setzen. Ja, was bedeutet das für eine schreckliche Zukunft für uns? Ne? Er als Liberaler meint also, die Vertragsfreiheit wäre gut. Was ist das Teuflische an der Vertragsfreiheit? Ja, also in der bürgerlichen, in der freien sozialen Marktwirtschaft ist es so, dass ein Betrüger, ja. Übrigens, wie kam es zu Betrug und Verbrechen und Kriminalität? Denn wir kommen ja nachher auch noch zum Waffentragen. Dr. Markus Krall will ja, dass wir alle seriösen Erwachsenen sozusagen ausschließlich nur noch bewaffnet aus dem Haus gehen. Das entbehrt nicht ganz einer Logik, denn kein Straftäter traut sich noch, wenn um ihn herum 20 bewaffnete gute Bürger stehen. Ja, da hat einfach Angst vor, da wird er zusammengeschossen von den Bürgern, bevor er überhaupt einen Raubüberfall machen kann. Ja, da ist schon was dran. Ja? Aber warum ist das völlig unnötig? Ja? Wir müssen erst einmal erklären, wir haben ja schon tausendfach erklärt, woher der Krieg kommt. Der kommt nämlich überhaupt, der Krieg und die Gewalt und so weiter. Alles kommt ja erst durch den freie soziale Marktwirtschaft, die der Dr. Markus Krall so schön verherrlicht. Ja? Also ich erkläre es mal kurz, so schnell wie möglich. Also, am Anfang, vor 400.000 Jahren, als es uns noch gut ging, als wir noch keinen einzigen Tauschhändler je gesehen hatten, also noch keinen Markt hatten und nichts, ja, als es noch, uns noch gut ging, da sozusagen war ein unheimlich liebevoller Körperkontakt in den Kommunen
alle waren glücklich und zufrieden. Und als dann eben, wie gesagt, zum Beispiel diese Kleidungs-, diese Idee aufkam, dass es diese Nacktheit und dieses Schmusen unschicklich sei und so weiter, dann wurden die Menschen verklemmt, die Liebe in den Gruppen verschwand. Und ich habe ja schon geschildert, wie dann sich die Vorläufer unserer heutigen Milliardärskönige abspalteten. Also die Vorläufer unserer heutigen Milliardärskönige sich abspalteten von den Gruppen, weil warum soll ich alles den Frauen und Kindern schenken, wenn ich sowieso keinen guten Sex mehr habe in der Gruppe und auch nicht mehr geliebt bin und so weiter. Warum soll ich dann alles den Frauen und Kindern schenken? Ich werde selber Händler und werde selbst Akkumulator von Gütern und werde dadurch ein heutiger Milliardärskönig oder begründe eine Dynastie der Milliardärskönige. Ja? So sind wir dann also sozusagen, kam es zu den ersten Abspaltungen von den Kommunen. Ja? Und dann sagten sich manche, ja, warum soll ich denn so wahrheitsorientiert und so ehrlich zu allen sein? Warum soll ich mir denn die Liebe der Gruppenmitglieder verdienen, wenn ich sowieso keinen guten Sex habe in der Gruppe und wenn ich sowieso nicht befriedigt bin in der Gruppe, dann werde ich doch lieber Betrüger und Verbrecher, ne? Und dann kommen jetzt haben wir also nicht die, die einen gewinnbringenden Irrtum selber glauben sondern das sind die aktiven Betrüger und Verbrecher. Ne? Die sagen sich einfach, ja, was will ich in dieser Kommune? Ich gehe raus aus der Kommune und werde zum Betrüger und Verbrecher. Und dann ziehe ich die Leute mit einer Betrugsmasche einfach über den Tisch so. Wie das gemacht wird, die Schlüsseldienste betrügen die Leute, also alle möglichen, das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat hunderte von Sendungen gezeigt, wie also die Heizungsinstallateure jede Möglichkeit nutzen, die Leute in Verträge reinzubringen, wo sie geschädigt werden und abgezockt werden. Und so haben wir, Dachreparateure, also Dachdecker, die Leute abzocken. Also das heißt, wir haben ja nur deswegen die Vertragsfreiheit eingeschränkt in Deutschland, damit die Betrüger nicht mehr so ein leichtes Spiel haben. Aber Dr. Markus Krall möchte all diesen Betrügern und Verbrechern wieder völlig freie Vertragsfreiheit geben, sodass dann jemand, der irgendeinen Betrugsvertrag unterschrieben hat, dann wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Rücktrittsrecht hat. Denn Vertragsfreiheit bedeutet, dass es dann auch kein Rücktrittsrecht mehr gibt von den Verträgen. Also all die Schutzmechanismen, die wir eingebaut haben gegen die Betrüger und Verbrecher, ja, die uns alle abzocken in der freien, der geliebten freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, möchte Dr. Markus Krall mit seinem Konzept der Vertragsfreiheit wieder völlig freie betrügerische Hand geben, sozusagen. Ja? Also das ist der Hammer. Ne? Also dann gehen wir mal weiter im Text. Ne? So, Moment, ja. Also das heißt, ich habe damit aber auch erklärt, dass die Verbrecher erst durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall überhaupt entstanden sind. Genauso wie ich ja schon oft erklärt habe, dass die Kriege erst durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall überhaupt erst entstanden sind. Ich mache es nochmal deutlich. Was sagen die zweiten Scientists for Future 2? Es darf immer nur einen gelenkten Markt geben. Jede Form des freien Markts ist mörderisch und bringt uns alle um, bringt Kriege, Krankheit und Tod. Ja? Das ist die Wahrheit. Nur Gelenktes ist gut. Also nur eine echte Planwirtschaft, die überhaupt nichts mit den Pseudoplanwirtschaften zu tun hat. Das muss ich auch noch mal ganz kurz erklären, ganz kurz. Denn diesen Irrtum wiederholt ja Dr. Markus Krall hartnäckig immer wieder. Also noch einmal, um es ganz deutlich zu sagen. Das, was die Linksextremen hergestellt haben mit ihren gewaltsamen Revolutionen, das waren niemals kommunistisch. Das waren niemals kommunistische Gesellschaften, das waren niemals sozialistische Gesellschaften, das war also kein Kommunismus, kein Sozialismus und es war keine Planwirtschaft, das war gar nichts davon. Es waren Tyrannen, die den Bürgern vorgespielt haben, sie würden
den echten Kommunismus, den Sozialismus und die echte Planwirtschaft herstellen. Dadurch haben sie die Massen manipuliert und betrogen. Das war nichts anderes als Betrüger, Verbrecher, Mörder, Diebe, Verbrechergesindel, die Revolution gemacht haben. Das war immer, das waren Verbrechergesindel. So wie heute bei den Linksradikalen es einfach sich um Verbrechergesindel handelt. Ja? Und die sozusagen wollen, ich muss gerade mal gucken, ob hier, ich muss gerade mal nur mal schnell schauen, ob hier was nicht stimmt. Nee, läuft noch. Aber ich mache dieses Video gleich mal, unterbreche ich gleich. Ja, also das heißt, das waren Verbrecher, Diktatoren, Tyrannen, die Leute belogen haben, die denen vorgespielt haben, sie würden Kommunismus, Sozialismus und Planwirtschaft herstellen wollen. In Wirklichkeit haben sie ein System hergestellt, wo sie mit grausamsten Mitteln die Bevölkerung dann ausgeplündert haben und die schlimmere Tyrannen waren als alle vorherigen Milliardärskönige sozusagen. Ja, also und davon, also das ist ganz klar, dass also wenn wir von echter Planwirtschaft reden, dann ist es die gelenkter Markt wird natürlich verwendet und eine echte Planwirtschaft ist natürlich nicht frei von Markt und von Wettbewerb und so weiter und auch nicht von Leistungsmessung. Das habe ich aber auch schon oft genug erklärt. Aber gut, jetzt mache ich erstmal kurz Pause, damit das die Kamera jetzt nicht aus Versehen stoppt. Es geht also gleich weiter im nächsten Video. Tschüssi.